Extraordinary Dogs wird Ihnen präsentiert von Eukanuba. Ossis Erfolg beruht auf zwei Dingen: seinem Jagdtrieb und seinem ausgeprägten Geruchssinn. Wir wollen, dass er die Kröte jagt. Wenn er nur lernen würde, sie zu wittern, dann würde er zu einem Container laufen und sich daneben setzen. Er hätte zwar recht, aber die Kröte wäre vielleicht nicht mehr da. Ossi riecht eine Riesenkröte noch aus 20 Meter Entfernung. Als trainierter Spürhund kann er das, was wir Menschen nicht können: geringste Änderungen im Geruch wahrnehmen. So weiß er nicht nur, wo das Objekt gewesen ist, sondern auch in welche Richtung es sich bewegt. Die Geruchsintensität verringert sich mit der Zeit und die Hundenase ist empfindlich genug, das zu verarbeiten. Frische Spuren riechen stärker als ältere. So kann ein Spürhund wie Ossi den Weg einer Kröte genau nachvollziehen. Also Christine, die Container kommen aus Darwin. Dort wimmelt es nur so von Aggerkröten. Also lass uns die mal checken. Manchester Terrier sind athletische und zielstrebige Hunde. Sie haben einen angeborenen Jagdtrieb, den man gezielt gefördert hat, seit die Rasse im 18. Jahrhundert erstmals als Jagdhund eingesetzt wurde. Einer seiner natürlichen Instinkte ist sein ausgeprägter Jagdtrieb. Er hat einen enormen Drang, Kröten zu jagen und sie zu packen. Ossi ist ein Kurzhaarhund und ein Leichtgewicht. Absolut perfekt für die Arbeit hier in der tropischen Hitze. Trotzdem überhitzen auch diese Hunde sehr schnell. Daher ist es wichtig, ihnen ständig Wasser zu geben. Ein Langhaarhund wäre für dieses Klima völlig ungeeignet. Und dass Ossi begeistert bei der Sache ist, ist nicht zu übersehen. Ossi ist jetzt seit 18 Monaten auf Groot Island. Wenn Ossi eine Riesenkröte oder ihren Geruch entdeckt, wedelt er mit dem Schwanz und richtet die Ohren auf. Er ist total aufgeregt, er rastet aus. Er geht voll ab. Ossis beeindruckende Spürnase sorgt dafür, dass keine der giftigen Riesenkröten Groot Island erobert. Und so dieses einzigartige Ökosystem hoffentlich noch viele Generationen erhalten bleibt.